Lass uns doch einfach mal loslegen und ich sag mal, du fängst an. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist so schön, dass wir euch hier von der Leinwand aus begrüßen dürfen. Ich gleich in doppelter Funktion. Ich stehe neben der Leinwand und bin auf der Leinwand. 25 Jahre Sapson. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Und Bernd, so schön, dich zu sehen. Wir beide waren von Anfang an dabei. Und davon wollen wir jetzt ein bisschen erzählen. Die Senioren in der letzten Reihe heute, die kennen uns ja beide noch. Die jüngeren Leute hier vorne, werden wahrscheinlich mich irgendwo schon mal gesehen haben, weil ich ja noch in Frankfurt bin. Aber du bist ja jetzt in St. Peter-Ording. Deswegen habe ich ja als Hintergrund auch hier so ein bisschen Meer gewählt, ja. Bernd, magst du dich einfach mal kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Gerne. Moin, moin, sagt man hier oben so schön. Das habe ich gelernt. Das war eines der ersten Dinge. Moin, moin sind übrigens die Schwätzer, deshalb lieber nur ein Moin zu euch, weil wir haben heute nicht so viel Zeit. Ich bin der Bernd. Ich habe mit dem Micky gemeinsam den Auftrag genommen, so, da werden wir später drauf eingehen, damals von der Leiterschaft des Christlichen Zentrums Frankfurt und eine Jugendkirche gegründet, nämlich die Sapson. Das haben wir damals gemeinsam mit vielen anderen gemacht. Mein Hintergrund, ich habe es mit meiner Frau gemacht, mit ihr auch. Damals hatten wir noch keine Kinder. Mittlerweile habe ich zwei Kinder, die allerdings auch schon erwachsen sind, den Jona und den Luca, wohnen hier oben bei St. Peter-Ording und habe ein anderes Wirkungsfeld, aber dazu gibt es dann dementsprechend später mehr. Genau, und da kommen wir ja auch gleich zur ersten Frage, Bernd, die uns gestellt worden ist. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Sapson gegründet wurde? Du hast ja eben schon kurz das genannt. Wir haben den Auftrag sozusagen genommen oder sagen wir mal, er wurde uns im Gottesdienst zugeworfen. Das CZF hatte ja immer schon Jugendarbeit auf dem Herzen. Und 1995 kamst du dann mit dem offiziellen Auftrag auch in die Jugendarbeit, dass du und ich in einer Teamleitung sozusagen die Jugendarbeit neu aufbauen sollten. Und die Idee, etwas speziell für Jugendliche zu machen, die reifte dann durch viele Impulse in uns heran. Und dann saßen wir hatten ja die Jugend in den Mittelblock vereint, damit wir so eine Identität bekamen, ja, In den hinteren Reihen. in den hinteren Reihen, genau. Und plötzlich sagt der Mann vorne am Pult, Rudi, du bist es gewesen, du bist ja, glaube ich, heute auch hier. Rudi Pinke sagt auf einmal aus seinem Herzen heraus, wir werden in der Stadt eine Jugendkirche gründen. Und alle gucken uns an, wir gucken uns an, wir wussten auch von nichts. Wir waren zwar nicht ganz überrascht, weil wir es schon auf dem Herzen hatten, aber ja, wir kamen wie Maria zu ihrem Kind dazu. Passt. Die Beschreibung passt sehr, sehr gut. Ich fange ein kleines Stück weiter vorne an. Für mich ging es natürlich anders los als für dich mit der Jugendarbeit. Du hast es natürlich viel länger schon mit den ganzen Gremien und Jugendarbeit geleistet. Ich kam als Ergänzung in dem Moment dazu. Das hing damit zusammen, dass in dem Moment der Rudi auf einer sehr interessanten, nennen wir es mal, sozusagen Reise zu einer Gemeindeberatung in die Schweiz. Billa und Anne saßen vorne. Wir hatten das Vergnügen, auf dem Rücksitz zu sitzen. Anfing gesagt hat, naja, du musst dich jetzt mal entscheiden, willst du näher an mich ranrücken oder willst du die Jugend übernehmen? Und dann habe ich gesagt, naja, also bei aller Liebe, das ist jetzt keine Entscheidung, die ich hier hinten auf dem Rücksitz von deinem Auto treffe. Ja, habe darüber wesentlich nachgedacht und habe gemerkt, dass mein Herz auf alle Fälle für die Jugend geschlagen hat. Und deshalb habe ich mich entschieden, auf alle Fälle das auch voll auf mein Herz zu nehmen. Auch wenn ich vorher schon viel anderes in der Gemeinde gemacht habe, muss ich bis heute und kann bis heute sagen, das ist der Teil, der mich am meisten bewegt hat. So kam ich in Jugendarbeit, dann haben wir etliche Dinge überhaupt erstmal verändert gemeinsam. Dadurch wurde die Jugendarbeit auch meiner Meinung nach sehr aufgewertet. Ja. Und wie dieser Spruch dann im Gottesdienst kam, wie du es gesagt hast, da waren wir alle für baff erstaunt. Aber
Es war nicht unser Auftrag, sondern wir haben uns in dem Moment unter die Leitung gestellt, haben das aber sehr wohl in uns, in unserem Herzen auch schlagen gehört und haben ganz klar gesagt, den Teil nehmen wir. So, und was haben wir gemacht? Das Erste war, wir mussten dann natürlich warten. Die Ältesten mussten ja auch noch mitentscheiden. Die haben sich damals dafür entschieden, auch wenn das ein wenig später, auch da kommen wir später zu, ja, dann anders aussah am Schluss. Das ist der Grund auch, warum ich nicht mehr da bin, sondern in St. Peter-Ording oder bei St. Peter-Ording. Aber der Hintergrund, muss man ganz klar sagen, war ein Auftrag. Und wir haben Räume gesucht und haben uns überlegt in dem Moment, wo könnten wir hingehen. Es musste eine coole Location sein, es musste bezahlbar sein. Es musste ein bisschen, ich nenne es mal in meinen Worten, verrotzt und verdreckt sein, damit wir gemeinsam auch was Neues gestalten konnten. Und da haben wir Ja. ja das Perfekte gefunden. Ich weiß nur genau, wir saßen Absolut. eines Tages beim Mittagessen und haben, ich glaube, in so einer Sperrmüllzeitung geblättert mit Kleinanzeigen. Ja. Und plötzlich war da diese Anzeige, die autonome Jugend ja sucht Nachmieter für ihren wilden Keller. Ja, ja. Du hast mir das gezeigt und ich habe gesagt, hey, das gucken wir uns an. Ja, Und dann sind ja. wir da hingegangen und da habt ihr doch gerade so eine Abschiedsparty gefeiert. Wir sind praktisch durch meterweise Kippen, Gerümpel und kippen, Morast kippen. gewartet. Und wir wussten, das ist es. Perfekt. Das nehmen wir, ja. absolut, Ja. absolut, ja. Ja, und da fing im Prinzip alles an. Dann haben wir erstmal ein bisschen renoviert. Ich werde nie vergessen, einer der tollsten Erlebnisse der Jugendkirche war, dass wir natürlich immer wieder Leuten helfen durften, Menschen auch manchmal ein bisschen prägen konnten, hoffentlich immer in die richtige Richtung. Aber an dem Punkt würde ich sagen, auf alle Fälle, werde nie vergessen, Birgit Hase, eine Jugendliche, die vorher bei uns oder vor allem ihre Schwester, die Claudi, ja, in der Jugendarbeit bei uns war und ja, und Birgit sich entschieden hat, in dem Moment auch, dass sie Jesus nachfolgen will, hat dadurch ihr Kind nicht abgetrieben, sondern hat ihr Kind bekommen, was mich bis heute sehr berührt. Ja, und ich werde nie vergessen, wie sie bereits schwanger war und unten den Boden geschrubbt hat in diesem Keller und plötzlich sagte: Der Boden ist nicht schwarz, der Boden ist nicht schwarz, Er der ist Boden ist rot. rot. Ja. Genau. Ja, so Oder fing dann das auch alles dieser an. Einsatz der Jugendlichen, ja, Chris Hanert, ja, der heute moderiert, ja, der, ich glaube, der hat literweise Farbe in diese Wände Massen, gepumpt und gespritzt, ja, Massen. Ja, Wahnsinn. Andrea ja. Hetzel, die die Innenarchitektur gemacht hat, wilde Lampen aufgehängt hat und alles. Also man kann sagen, alle waren beteiligt und alle haben es Absolut. zu ihrem eigenen Ding gemacht, dieser Tag. Ja. Und ich Also die glaube, es war ein großes Gründungsleute, Geheimnis davon. die haben schon, auch die Mitarbeiter, die haben schon enorm was gerockt. Ja. Ja, also die haben das alle auf ihr Herz genommen und dafür, dass es das allein, das 25 Jahre später noch gibt. Und jetzt habe ich Bilder gesehen vom Keller, der sieht ja Bombe aus. Ja. Ja. Sieht man mal, was passieren kann, wenn man an Dingen festhält und kontinuierlich dran bleibt. Hat ein klein bisschen von seinem Gerümpelscham verloren, aber nun gut, moderne Zeit, alles klar. Ja. Du hast ja auch ein modernes Bild im Ich habe auch Hintergrund. noch, genau. Das Gerümpel findet man jetzt nur noch in der Vergangenheit, tief Sehr unter gut. der Gewölbeoberfläche. Ja. Genau. Ja. Ja, und dann war natürlich die Frage, wie sollen wir das Ding nennen? Ne? Jugendkirche, gut. Ist schön, es gab auch noch zwei andere Jugendkirchen in Frankfurt, die Jugendkirche Jona Nee, und da muss ich unterbrechen. Wir waren ja. damals vom Zeitpunkt her die Ersten. Ah, waren die ersten, Es genau. gab Gründungsprojekte, das, was du beides meintest, ja. Ja. Aber da waren wir die Ersten. Und für uns war wichtig, dass wir das Ganze von unten aufrollen wollten. Genau, das war es nämlich, genau. Wir wollten den Menschen dienen, die sozusagen durch das Raster gefallen sind, ja, Ja. und einen Freiraum, einen Safe Space, eine Zone für sie schaffen, ja, unter dem, was immer gefordert und geleistet wird. Und deswegen kamen wir dann auf diesen englischen Namen Subzone, Subzone. Und dann haben wir das versucht, so durchzudeklinieren, ja, funktioniert das auch mit
all den anderen Angeboten, die wir gerne Ja, machen da wollen, erinnere ich ja, mich gut dran. Submix, Ja. niedrigschwellige Freizeitangebote, Subservice, Gottesdienste, Subsell, Kleingruppen. Und das hat dann auch immer Ja, funktioniert. und es ging ja auch weiter, Micky. Wir Ja. hatten dann noch Subzone den Laden, wir hatten Sublan Partys später, wir hatten Subzone on Tour, unsere Freizeiten. Also wir haben uns da schon viele, Ja, viele Gedanken gemacht und dadurch Abtours, halt genau. ja, wir hatten damals dadurch eine Grundlage gelegt, die eben ein breites Angebot für möglichst viele junge Menschen, sei es Jugendliche, sei es Teenager, sei es Erwachsene, junge Erwachsene, in dem Moment eben anbietet. Genau, wir haben so einen prophetischen Impuls aufgenommen und die Altersspanne 14 bis 24 Ja. einfach uns auf die Fahnen geschrieben. Und das fand ich so gut, dass wir das durchgezogen haben. Wir haben gesagt, alles klar, Eltern, ihr dürft eure Kinder gerne bringen, ihr dürft einmal reinschnuppern, aber dann geht Bier trinken, macht irgendwas. Aber Jugendliche sollen den Raum Dann haben. raus. Bye Ne? bye. Ja. Ja, dass die Jugendlichen unbeobachtet ihre Art von Kirche leben konnten. Und Ja. dafür, und das hast du hervorragend gemacht, also du hast einfach eine Gabe des Organisierens und auch Dinge durchzusetzen, dass du in der Gemeinde durchgesetzt hast, unsere Jugendlichen machen nichts anderes als unsere Jugendarbeit. Und unsere Jugendmitarbeiter machen auch nichts anderes als unsere Jugendarbeit. Ihr könnt gerne fragen, aber dann fragt ihr uns. Und meistens haben wir, glaube ich, Nein gesagt, damit die nicht überfordert werden. Ja. Ne, so oft werden Jugendliche ausgepowert, ja, müssen hier noch Kaffee ausschenken und da ein bisschen Stühle räumen und was weiß ich nicht alles. Aber unsere Jugendlichen hatten ja schon jeden Tag irgendetwas zu tun. Ja. Und wir haben miteinander gelebt, wir haben Mittag gegessen, wir haben Hausaufgabenbetreuung gemacht. Manchmal kamen Jugendliche einfach nur vorbei, haben sich auf die Couch in meinem Büro gelegt, haben eine halbe Stunde geschlafen, wenn ich da weitergearbeitet habe und sind dann wieder gegangen. Also Ja. es war gemeinsames Leben. Das war schon. Ja, das war schon auch einer der Höhepunkte, Ja. wobei man auch sagen muss, wir haben nie die Leute von der Gemeinde irgendwie versucht abzuhalten, sondern wir haben auch gesagt, wenn da was ist, was in dir tickt, wie viele Leute haben trotzdem von uns in der Kinderarbeit geholfen. Ich meine, ich Ja. werde nie vergessen, Manuel Mazzucato, Jan Genzmer, später der Kinderleiter in der Gemeinde, war ja bei uns als erstes Jugendmitarbeiter. Ja. Ja, und hat das Ganze dann mit anderen zusammen, mit dem Paddy Rumpf, ja, aufgebaut, haben oben den Raum renoviert. Also wir haben uns nie in der Form quergestellt und gesagt, wir wollen das nicht, aber wir haben gesagt, ihr müsst es nicht mehr. Das Genau. war der Unterschied und da gebe ich dir vollkommen recht und es war Gerade sehr Patrick gut. Rumpf, ne, der mit anderen, mit Chrissy und so weiter, Sublan gegründet hat, Das auch noch, ja. was dann exportiert wurde, ja, mitsamt den Mitarbeitern, ja, und dann in der, was dann rüber in die Landeskirche gegangen ist, zu Rasmus Ja. Abraham, ja, der das aufgenommen hat, ja, und die haben dort ja großartige Dinge gemacht. Jetzt ist ja ein ganz eigener Arbeitszweig daraus entstanden, der in der gesamten Ja. evangelischen Kirche in Hessen-Nassau Ja. sehr geschätzt wird. Ja. Ja. Dann weiß ich auch noch, weißt du, wo du sagst, wir haben niemanden abgezogen. Ja? Wir haben das ja auch immer anderen Leuten gesagt und haben versucht, Ängste zu zerstreuen. Und ich weiß noch, dass ein Jugendpastor, der ist fast vom Stuhl gefallen, als ich ihn angerufen habe und habe gesagt, du, seit 2 Sonntagen kommt da ein Jugendlicher aus deinem Jugendkreis zu uns in Gottesdienst. Ich wollte dich nur, wollte dir das sagen und dich fragen, ob du das weißt, ob das in Ordnung ist. Ja, und er war völlig platt. Aber es war so, dass Jugendliche kamen, um mal zu gucken, wie sowas funktionieren kann. Und wir sie dann auch wieder zurückgeschickt haben in ihre Gemeinde, Ja. damit sie dort ihr Ding machen konnten. Ja. Also für uns war nie irgendwie wichtig Transferwachstum. Uns lagen die Menschen am Herzen in der Subzone, auch in dem Moment, als wir es gegründet hatten und die Gottesdienste losgingen. Und wir haben viele wilde Dinge gemacht und viele wilde Dinge in dem Moment auch erlebt, ja. Ja. Aber im Endeffekt ging es uns darum, nicht irgendwie Christen von A nach B zu verfrachten, sondern es ging uns darum, die Menschen, die bei uns waren, wirklich auszubilden, ja, oder ihnen zu helfen, sie freizusetzen und Ja. auf der anderen Seite neue Leute, Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, die mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben, dazu zu gewinnen, ja. Und dafür haben wir dann auch den Laden irgendwann aufgemacht. Übrigens die erste
freikirchliche Aktion, die überhaupt wirklich zu großen Teilen von der Stadt Frankfurt dann irgendwann auch gefinanziert wurde. Das muss man dazu sagen, ja. Chris Hahn hat ganz schön dran Ja, gearbeitet, ja. und auch der Olli Seher, ja, die Und der sind zu den Olivier, ja. Sitzungen, ja, das muss man einfach sagen, das war der Hammer und Auch Martin das Kurz nicht war, zu vergessen mit bitte? dem, auch Martin Kurz nicht zu vergessen mit dem ganzen Internetcafé Dreh im Laden. Absolut, absolut. Und wenn du da gerade sagst, Martin Kurz, ja, das ist genau der Stichpunkt, war für mich so die Situation eine der eindrücklichsten Erlebnisse eben, dass es um die Verlorenen geht, war ein Gottesdienst und so lief nicht nur ein Gottesdienst, gut, der war mit Sicherheit einer der extremeren, aber wo Martin Kurz gepredigt hat und plötzlich Susan Schultz in allen hinteren Reihen geschrien hat wie am Spieß, ja, vom Stuhl gefallen ist, stocksteif wurde und alle waren verzweifelt. Keiner wusste, was soll hier Und die passieren. Pumpe, ja, genau. Ja, so. Wir haben aber irgendwie innerlich gemerkt, irgendwas macht Gott hier. Irgendwie ist der Geist Gottes am Werk und er tut etwas. Und dann haben wir gemerkt, und Martin war bereit, die Predigt abzubrechen. Wir konnten den Gottesdienst so nicht weitermachen. Haben Susan, ich glaube, zu sechst vorsichtig auf die Bühne getragen. Und Ja. dann lag sie da vorne und wir haben einfach nur gebetet, jeder leise. Und dann schreit sie es hinaus, ja, die Verlorenen, die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das war so eine der eindrücklichsten Erlebnisse, die mir hängen geblieben ist in der ganzen Zeit. Und das war für mich ein Teil, nicht das, aber das war für mich ein Teil von Sapsohn, dass wir eben von Jugendkirche nicht unsere 5 Minuten das, 10 Minuten das, 15 Minuten das und irgendwas nicht zugelassen haben. Wir haben alles Das zugelassen. hatte der Ja. Rudi auch gleich Und zu dafür bin Anfang ich sehr an, dankbar ja. bis heute. Das hatte der Rudi uns ja auch gleich zu Anfang an sozusagen ins Stammbuch geschrieben und gesagt, zeigt der verlorenen Generation in Frankfurt, wer der Vater ist, wie der Vater Ja, ist. Ja. und Was dass es für ein ein Vater. liebender Vater Ja, ist. Ja, genau. ja, Und ich weiß, wir ja. hatten ja noch diese Reihe Experimentiergottesdienste, ja, wo wir Ja. dann gesagt haben, alles klar, hier, wir legen euch eine Bibel in die Mitte, ja, wir beten jetzt, dann warten wir 10 Minuten, Viertelstunde, ja, wenn irgendwas passiert, dann geht es weiter. Wenn nichts passiert, gehen wir Eis essen. Meistens ist was passiert. Ja, und Ja. ich erinnere mich an einen Gottesdienst, ja, da blätterte dann einer der Jugendlichen und Drogenabhängiger, der hat mir immer die wüstesten Horrorgeschichten erzählt. Also sein ganzes Denken war irgendwie schon infiziert, ne? Und da blättert er in der Bibel rum, ja. Und dann plötzlich kommt er nach vorne, ja. Und dann denkst du natürlich, okay, was wird das jetzt für eine wilde Stelle sein, ja? Und dann sagt er, darf ich mal vorlesen? Ja, sage ich natürlich, das haben wir ja gesagt. Ja, also hier lese ich gerade, ja, also wenn du zum Altar gehst, ja, und du merkst, dass du da etwas gegen deinen Bruder hast, dann sollst du erst zu deinem Bruder hingehen und dich mit ihm versöhnen. Und dann guckt er so in die Runde und sagt, und ich glaube, das gilt für dich und für dich. Und wir standen da und die beiden, die gezeigt wurden, standen betroffen auf und gingen nach draußen und haben ihren Streit geklärt. Niemand wusste, dass sie Streit hatten, aber die beiden wussten es. Ja, Er ja. hat es von Gott gezeigt bekommen und hat Versöhnung Ja, initiiert. ja. Unglaublich, ja. Aber das war auch so, das war ja auch immer was, was so deine Stärke da drin war, dass du immer wieder mit das reingebracht hast. Ich habe teilweise die Struktur, aber du hast ja auch immer das Neue. Ne? Immer wieder ausprobieren, immer wieder nicht stehen bleiben, kreativ zu bleiben da drin. Ja. Und so haben wir uns, finde ich, nach wie vor perfekt da drin ergänzt. Das stimmt, ja. Also ja, wir haben unsere Stärken zusammengeworfen, ja. Und dann wurde was Großartiges draus, ja. Absolut, ja. Überleg doch mal, als wir dieses Jugendkirchending gemacht haben und plötzlich aus der ganzen Welt Menschen kamen und wir haben in der Batschkap einen Gottesdienst gefeiert, Ja. durften aber nur 800 Leute rein. Und dann war Ja. das Ding voll, es standen aber noch 400 draußen. Und wir Ja. haben dann spontan einfach einen Spontan-Gottesdienst draußen vor der Batschkap gemacht. Solche Ja. Sachen sind da passiert, ja. Das Oder war der ein Hammer. Techno-Gottesdienst, ja, wo sie das ganze Ding unten abgehängt haben mit Baugerüsten und Bahnnetzen und alles. Und Musik auch, ja, der Tasi, der Konsti, Chrissy auch, Ja. Donny, ja. Und dann haben sie uns doch vorher immer gefragt, ja, was dürfen wir denn für Musik auflegen? Dürfen die und so? Und da habe ich gesagt, ist doch wurscht, ihr fragt doch euren Gott selber, ja.
Ihr müsst einfach nur uns immer erklären können, warum diese Musik, die ihr gerade spielt, nicht gegen Jesus gerichtet ist. Ja? Und Aber das, Herz da. ja, Macht es. Ja? absolut. Und das war für uns immer die Grundlage. Also das Wichtigste für uns. Das war eine weitere Frage. So, wenn wir zurückdenken, was haben wir besonders geschätzt? Da kann ich ganz klar sagen, das war immer unsere Offenheit auf der einen Seite, aber dass wir immer in dem Moment versucht haben, die Leute an eine persönliche Beziehung zu Jesus ranzuführen, nicht an unsere Religion, ja, sondern dass sie eine Beziehung zu Jesus haben, dass sie in dem Moment verstehen, wer ist es, was bedeutet das, ja. Genau. Und da erlebt man nicht nur gute Dinge, da erlebt man auch nicht in dem Moment nur irgendwie Situationen, wo alles rosig ist. Und ich werde nie verhindern, weil noch du es noch weißt. Soweit ich es weiß, ist einer der Beteiligten heute auch davon da. Aber wir haben uns beide was gewagt, wofür wir viel, viel Schelte danach bekommen haben. Ja. Ja. Was nicht das einzige Mal war, aber dafür gab es richtig auf den Deckel. Und haben uns vor die Jugendkirche gestellt und haben da zwei Personen nach vorne geholt, die miteinander Geschlechtsverkehr hatten. Und aus dieser Beziehung oder aus diesem Geschlechtsverkehr ist ein Kind hervorgegangen. Und wir beide haben etwas gemacht, was ich vorher so noch nie gehört habe und noch nie gesehen habe. Wir haben uns nicht nur hinter die beiden gestellt, sondern wir haben uns vor die beiden gestellt. Und wir haben gesagt, wer zu ohne Sünde von euch ist, der werfe den ersten Stein. Und zwar nicht gegen die beiden, sondern gegen uns. Ja. Und wir haben gesagt, Leben, entweder glauben wir das, was in der Bibel steht, oder wir können es lassen, geht von Gott aus. Und warum Gott dieses Leben zugelassen hat, ist seine Entscheidung. Was er damit vorhat, ist seine Entscheidung. Aber ich bin bis heute dankbar und beeindruckt von unserer Frechheit, von unserer Kühnheit und auch von unserem Mut, das sage ich dir ganz ehrlich, das gilt an uns beide, ja, dass wir es aufgenommen haben mit einem Leitungskreis und anderen, auch außerhalb der Gemeinde, Eltern, was wir für Gespräche hatten, wollt ihr gar nicht mehr wissen, ja. Aber ich hoffe einfach, dass das auch für euch so weitergeht. Lasst euch nie irgendwie von anderen ins Boxhorn jagen, ja. Ja, Und dazu stehen wir. das glaube ich auch. Also wir haben immer versucht, Menschen zu befähigen, auf den Weg zu bringen. Das war Ja, zumindest unser Herz. Dass wir vielleicht absolut. in unserer Leidenschaft manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen sind. Ja, das mag Bestimmt. sein. Aber unser Herz war es ja. Also ich weiß noch, was wir haben uns aufgeladen. Ich höre ja, ich kenne ja nicht so viel mit Organisation. Ja. Und wir haben es uns ja irgendwann mal aufgeteilt. So, ich habe am anfänglich immer zugehört, ja, lange zugehört, versucht, Steine aus dem Weg zu räumen, ja, und dann ist man praktisch eine Tür weiter zu dir gegangen. Du hast gesagt, jetzt pass mal auf, Schritt 1, 2, 3, ja, so könnte jetzt was draus werden, ja, aus dem, was du gerne machen möchtest, ja. Und ich finde, das war einfach auch gut, dass wir da uns zugestanden haben, ja. Das ist das, was jeder von uns gut kann. Ja, und daraus ist aber auch entstanden, zum Beispiel, was wir ja versucht haben, und das war ja für uns ganz, ganz wichtig, von uns beiden vom Herzen her, und das haben wir auch immer an die Mitarbeiter beigegeben, unser Leben zu teilen. Ja, also es gibt so viel schöne Erinnerungen, da kann ich gar nicht alles wirklich aufzählen, was es war, ja. Aber das sind Dinge gewesen. Wir hatten Jüngerschaftstreffen, wir haben Übernachtungen gemacht. Ich weiß, der Manuel Mazzucato, ja, der heute auch nicht da sein kann, übrigens. Deshalb kann ich auch nicht da sein, um kurz die Erklärung einzuschieben. Wir haben mittlerweile gemeinsam mehrere Hotelprojekte. Und sind gerade dabei, ein vielleicht weiteres an der Ostsee zu haben. Und deshalb war schon lange da ein Termin geplant. Ja, das ist zum Beispiel für mich auch so eine Sache. Der hat in der Kinderarbeit angefangen als Mitarbeiter, ist in die Jugendkirche gekommen und dann ist er hier hochgekommen und bis heute ist er mein Geschäftspartner. Ja, und auch das ist für mich Satzung. Wir haben Beziehungen gelebt. Uns war immer wichtig. Es hat nicht alles geklappt, wir haben auch Fehler gemacht, ja. Aber wir haben versucht, nach unserem besten Wissen und Gewissen Beziehungen zu leben, ja. Und das war uns, wir haben unser Leben da rein investiert und das war auch was, was viele Mitarbeiter gemacht haben. Ich weiß noch,
Dani und Michael Rang, ja. Wie viel haben die Leute bei sich übernachten lassen? Der Manuel hat einen Kochkurs damals gemacht. Da waren zwei von den Arbeitnehmern dabei, ja. Ja, das ging bis spät in die Nacht, ja. Wir hatten Nehmen, das so. war die Musikband, meinst du, ne? Ja, Ja, genau, die genau. Musikband, die wir einmal hatten, weißt du Ja. so. Es waren so tolle Sachen, ja. Und die mussten dann kochen und bedienen und morgens sind wir in die Kleinmarkthalle haben gemeinsam. So Events haben wir gemacht, ja. Sapson on Tour, ja, wie wir in Freizeitparks waren, wo wir auf Freizeiten waren, wo wir gelacht, wo wir geheult, wo wir Gott weiß was haben. Und bei manchen, auch bei mir, man mag es nicht glauben, aber sind Beziehungen bis heute geblieben. Ja. Es gab eine Jugendliche damals in einem der Camps, der ich auch im Kopf zugesagt habe, Mädel, wir müssen dringend miteinander reden. Ja. Du hast Malersucht und sie wollte es nicht wissen. Sie hat gekämpft und so weiter. Die saß hier in meinem Wohnzimmer mit ihrem Mann, hat zwei tolle Kinder und hat sich bei mir bedankt dafür, weil ich es ihr auf den Kopf zugesagt habe und weil sie danach irgendwann einen Ansatz hatte. Und bis heute war eine Beziehung da, versteht ihr? Und das sind solche Situationen, wir haben versucht. Ich sage nie, ist es uns alles gelungen. Ich sage nie, wir haben alles richtig gemacht. Aber wir haben doch einiges bewirken können und dafür bin ich echt dankbar. Und das sind Erlebnisse, die vergisst du in deinem ganzen Leben nicht. Da erzähle ich Jeden wahrscheinlich mit Fall. 8 noch. Und ich hoffe Ja. ja auch, dass man das diesem Video auch anmerkt, ja, heute, ja, dass wir miteinander zusammen sind. Ja, wir hatten auch einen Konflikt gehabt, den wir nicht lösen konnten. Das hat uns damals auseinandergebracht. Ja. Dann hast du, aber schon, ich glaube, ein oder zwei Jahre später, ja, gab es ja einen weiteren Konflikt, ja, da hast du mich angerufen, wir haben zusammen gebetet, ja, wir haben zusammen überlegt, wie kann das weitergehen, wie sieht die Zukunft der Sapson aus, ja. Als du dann Richtung Norden gezogen bist, ja, bin ich in die Sapson wieder gekommen, nicht eingestellt, aber ich habe gepredigt, habe geguckt, wie kann es weitergehen, ja. Also wir haben vom Herzen oder auch physisch sind wir immer, haben versucht, dran zu bleiben, das auf alle Fälle. Wir haben miteinander Absolut. gesprochen, wir haben versucht, auch mit den anderen Akteuren, die in diesen Konfliktsituationen auch beteiligt waren, uns auszusöhnen und zu sprechen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Man muss verstehen, auch ein Christenleben gibt es nicht ohne Konfliktsituationen. Die werden Es kommen. hängt, Es ja. kommt nur darauf an, wie man damit umgeht und wie man damit Ja. umgeht. Und ich meine, wir sind alle, auch wenn wir Christen sind, wir sind Menschen. Und wo Menschen zusammenkommen, da wird es immer menscheln. Ja. Und für mich war einfach dann dieser Schritt, dass ich gesagt habe, ich bekomme das in Frankfurt nicht aufgearbeitet, was da für mich an Verletzungen, die überhaupt nicht in erster Linie mit der Sapson zu tun hatte, ja, sondern die viel früher teilweise innerhalb von Gemeindezeiten begann, ja. Wo ich, sage ich mal, das Reibeisen für viele Konflikte war, merke ich, das musste ich für mich aufarbeiten. Aber ich weiß auch trotzdem, dass ich mich mit den Hauptpersonen darin bis heute ausgesöhnt habe. Ja, ich bin unendlich, um das auch nochmal deutlich vor allem zu sagen, dem Rudi dankbar, dass er diese Sache so vorangetrieben hat, dass er eine Vision dafür hatte, dass er derjenige war, dessen die Hand genommen hat. Ja. Aber es war schade, dass uns damals, damit haben wir angefangen, und ich habe gesagt, wir gehen später darauf ein, gesagt wurde, es war im Auftrag der Ältesten. Und als dann die Stabübergabe war, und zwar von Rudi in Anführungsstrichen in einem Gottesdienst, einmal gemeindeseitig in dem Moment an einen weiteren neuen Pastor und ich sag mal, alles, was Jugendkirche und Sozialwerk an mich, ja, also mich kann ich ja nennen, ja, in dem Moment, da ist einfach ganz viel in meinen Augen im Nachgang schiefgegangen. Und danach auch zu erfahren von der neuen Person, die die Gemeinde geleitet hat, dass sie nie dahinter stand und das von einem weiteren Person aus dem damaligen Leitungskreis zu hören. Das hat uns beide enorm geschockt, ja. Und da sieht man, wir sind Menschen, wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Ideen, wir versuchen alle Gott zu folgen, wir hören aber trotzdem Gott auch echt unterschiedlich, ja. Und keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also da machen wir uns überhaupt nichts vor, ja.
Aber ich habe einfach für mich damals auch aufgrund meiner Familie und meiner inneren Situation einen Cut gesetzt. Der hat mir sehr, sehr wirklich wehgetan. Der ist mir alles andere als leicht gefallen. Aber habe gesagt, nee, hier muss jetzt Schluss sein. Im Nachgang hätte ich gerne früher Schluss gemacht. Das sage ich auch ganz ehrlich. Dann hätte ich wahrscheinlich von meiner Seite weniger Menschen verletzt. Ja. Aber ich habe wenigstens noch für mich und meine Familie und offensichtlich ja trotzdem auch für einen Teil der Subzone die richtige Reißleine gezogen. Denn sowohl der Laden ist bis heute existent. Du hast gerade erzählt, dass es weitergeht mit Zaplan. Und deshalb wird ja heute groß gefeiert, 25-jähriges Bestehen. Ich meine, alter Falter, ja, das hätte am Anfang keiner von uns gedacht, ja. Das zeigt ja, ihr habt's genommen, ihr habt's verstanden, ihr habt eure Wunden bearbeitet und habt weitergemacht. Und dafür von meiner Seite, von ganzem, ganzem Herzen, größten Respekt und herzlichen Dank. Und es zeigt auch so wunderbar, ja, dass Gott sich von uns nicht in die Suppe spucken lässt. Ja, wenn er was vorhat, dann zieht er das auch durch. Ja. Ein Absolut. Grund gibt es immer noch. Ja. Und auch mit mit den anderen Akteuren, die du ja auch gerade angesprochen hast, haben wir inzwischen Gespräche geführt. Ja. Sind weiter gewachsen. Ja. Haben Dinge ausgesprochen. Ja. Und das finde ich einfach großartig, ja, dass wir heute im Grunde genommen, glaube ich, ich weiß ja jetzt nicht, wer alles vor dem Bildschirm sitzt, aber viele, viele sitzen heute hier zusammen, ja, und wir können gemeinsam Gott dafür danken, dass so etwas Großartiges in unserer Stadt stattfindet, ja, von ihm Absolut. initiiert, und wir haben es nur anfänglich genommen, und danach sind ja noch viele, viele Jahre mit anderen großartigen Pastoren, die alle heute hier sind. Und auch noch jetzt gleich sprechen werden, ja. Deswegen, wir kommen auch langsam zum Ende. Ich sag mal, den Director's Cut, ja, die 8-stündige Version unseres Gesprächs, die könnt ihr dann im Studio nachschauen. Aber Bernd, was mich auch immer sehr beeindruckt hat damals, war, es gab keine Ehrung, keine Verabschiedung, ohne dass es von dir einen ganzen Korb voller Geschenke gab, und du hast immer für jeden Einzelnen ein persönliches Wort gehabt, ein Wort der Ermutigung, ein Wort ja, der Vision. Und ich ahne, dass du auch heute etwas mitgebracht hast. Und deswegen überlasse ich dir den Schlussakkord. Okay. Ihr Lieben, ich kann einfach nur sagen, ich weiß nicht, wer bei euch da alles gerade sitzt, aber es sind viele und eigentlich alle kostbare Menschen, ja, ob sie mich kennen, ob ich sie kenne oder nicht. Beeindruckend finde ich, dass ihr so ein großes Fest feiert. Und ich soll ganz lieb grüßen, natürlich auch von Anne, Jona und Luca. Soweit ich es weiß, wollte der Chrissy, das ist mein dritter Sohn, versuchen, auf alle Fälle dabei zu sein. Eventuell auch unsere Herzenstochter, die Vicky, ja, das ist die ältere Schwester vom Chrissy, also ein Teil der Familie ist vor Ort. Ich schaff's leider nicht, ja, die anderen leider auch nicht. Aber wir sind im Herzen bis heute verbunden. Und was ich euch von ganzem Herzen wünsche, ja, seid mutig, seid stark und gebt niemals auf. Gott geht einen Weg mit euch und der ist gut, ja. Und der ist einfach hervorragend. Und es zeigt, dass es selbst bei Schwächen, die wir vielleicht als Menschen haben, erst trotzdem in dem Moment weitergeht. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen eine wunderschöne Feier, morgen einen wunderschönen Gottesdienst. Ja, dank Gott für all das, was ihr schon erleben durftet, persönlich wie auch über die Subzone. Ja, denn Dankbarkeit ist immer der Schritt auf Gott zu und vor allem der Schlüssel zum Herzen Gottes. Und damit sage ich von meiner Seite, ciao. Und ich sage Amen. Das haben wir gut gemacht, finde ich.